Okay. Seit wann ist Germage eigentlich Partner von Kinguin? Wusste ich gar nicht. Schon ein bisschen länger. Und wir sind übrigens live. Wir haben schon den Umschalt bekommen aufs Race. Das heißt, wir sind schon live drauf. Jetzt will ich mal deine Cam sehen, Kai. Jetzt will ich die Cam sehen. Gameboy Cam. Ja, die super geile Gameboy Cam. Ich hab gesagt, ich mach Gameboy Cam, dann mach ich auch Gameboy Cam. Ja, so. Ja. Und an der Stelle sagen wir schon mal wieder direkt Hallo. Jetzt gerade mal mit der raren Stimme von Ruby gerade. Bevor wir gleich mit dem Incentive Race von Moonstriker und Kaido beginnen, haben wir wieder ein kleines Giveaway für euch. Das heißt, wir werden wieder einen 10-Euro-Gutschein von Kinguin verlosen. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Wir werden gleich in den Chat über den Nightbot eine Frage werfen. Und der Erste, der die Frage richtig beantwortet, darf sich dann über einen 10-Euro-Gutschein von Kinguin freuen. Ihr könnt für den Gutschein natürlich jedes Game kaufen, was ihr wollt. Wenn ihr mehr oder was höherwertiges haben wollt, müsst ihr halt ein bisschen was mit drauflegen. Wir sind anscheinend wieder zu leise. Wir sind schon wieder zu leise. Kyle, könntest du schauen, dass du das TS bei dir lauter machst, denn du streamst gerade den Sound. Ja, weil ich bin's diesmal nicht erwähnt, sonst würde man Ruby mir ein bisschen die Ohren reindröhnen. Moment. Aber ich stehe ja drauf. Ja, in der Zeit, wo wir... Okay, also ich habe TeamSpeak schon auf 100%, deswegen muss ich euch so wieder lauter machen. Okay, in der Zeit, wo wir jetzt hier warten, dass die Technik in der Lage ist, das Ganze lauter zu machen, werden wir trotzdem das Giveaway schon mal starten. Das heißt, ich werde die Frage jetzt in 15 Sekunden lang... Nee, andersrum, in 15 Sekunden raushauen. Der Nightbot startet das Ganze schon. Und ich bin diesmal auch gespannt... Wie lange es denn dauert, bis das mal die Antwort kommt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mal länger als irgendwie 5 Sekunden dauern wird. Oh, das ist eine nette Frage. Genau, also die Frage ist, wie heißt der Vorstand der Deutschen Krebshilfe? Darf man googeln? Ja, natürlich, man darf googeln. Wie gesagt, Vor- und Nachnamen ist da die wichtige Sache. Okay, ich weiß das. Moment. Leute! Wir brauchen nur den Vor- und Nachnamen, meine Lieben. Ich hab ihn geschrieben. Aber war leider falsch. Und DJ Hope ist der Erste. Wir haben's. Wow. Also, es ist schon echt schade. Ich habe gesehen gehabt, dass da ein paar Mal die richtige Antwort dabei war, aber die Leute haben jedes Mal noch irgendwas mit dazu geschrieben. Wie, Bob Ross war nicht die richtige Antwort? Nein, Bob Ross war nicht die richtige Antwort. Damn. Der Beo-Doppel-Zylo, Zayo, du hast leider zu viel geschrieben. Bei deiner ersten Antwort hast du noch irgendwas mit drangehängt, deswegen, es geht um den Vorstand, wir haben nur einen. Wie gesagt, an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Hope. Wir werden dir gleich eine Nachricht senden mit allen weiteren Infos. Und an der Stelle gebe ich dann auch offiziell an die zwei Runner ab. Ja, aber vorher noch haben wir immer das Lautstärkeproblem. Ich weiß nicht, ob... Ich habe euch aber lauter gemacht, alle. Auch im TS mit Verstärkung? Ja. Wenn ich mich jetzt noch lauter mache, dann rausche ich euch allen komplett rein. Hast du ein gutes Soundsetting, Monte? Dann würde ich mal kurz umschalten, dass wir deinen Sound streamen. Wie gesagt, wenn euch das Rauschen... Okay, das ist eigentlich nicht so laut, aber können wir gerne mal probieren. Warte mal kurz. Muss aber nur ganz kurz dann eine kleine Sache da umändern, damit das Ganze hier auch läuft. Einen Moment. Weil ich muss dann noch zusätzlich kurz was einstellen. Dann kann ich machen. Ja. So, jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Unser Stream ist noch live, ne? Ja, Stream ist noch live. Okay. Dann senden wir noch falls ihr mal eben in meine Cam gucken wollt, ich kann das mir ganz kurz zeigen, was so viele mal fragen. So streamt man einen Gameboy. Viele fragen ja mal, wie man Gameboy streamt und... So ist Gameboy. Oh, übrigens ist bei mir gerade das Licht noch angegangen. Yeah, noch mehr Licht!
Das ist ein GameCube, ganz normaler. Und das hier unten, dieses schwarze, ist ein Game Boy Player, wo die Cartridge vorne drin steckt. Und dann habe ich den einfach über Dings Capture Karte. Und hier vorne über dieses Kabel hängt mein Dings dran. Mein Game Boy Advance. Also für die, die sich immer mal gefragt haben, wie man einen GameCube streamt, so streamt man einen GameCube. Ich hoffe, okay, dass das von ein paar Leuten die Fragen beantwortet. Weiß nicht, ob es jetzt so geht, weil normalerweise müsste es genau dann so sein. Guck mal. Gut, ich werde dich umschalten, Mond. Das heißt, wir werden ganz kurz nicht zu hören sein, aber ich werde das umschalten. Ich muss ja dann noch mein Mikrofon gerade noch anschalten in Dings, sonst hört man mich ja gar nicht. Genau. Bam, on Strike Wing. Kryptek, ich habe zwar die Möglichkeit, auf dem GameCube das Ganze zu spielen, aber da auf der deutschen Version funktionieren und ich noch keine englische Version habe, bringt es mir rein gar nichts. Okay, Achtung. Jo. Sound ist kurz weg, danach gehen wir auf Mond Sound. So, jetzt sind wir auf Mondsound. RIP Headphone Users, für alle, die es jetzt lauter haben. Also ich hoffe, es funktioniert jetzt wunderbar. Redet mal beide bitte. Das stimmt. Das ist das muss Tiger gleich ansagen. Fennec. Dieser Samennamen. Fennec ist es. Fennec müsste gewonnen haben. Fennec hat gewonnen. Ich nehme Mond, kann einfach den Namen mit dem den Erstplatzierten nehmen. Ich nehme den Zweitplatzierten Namen. Das ist die ersten beiden. Ja, genau. Ist ja nicht... Oh, egal. Vergiss es. Warum? Okay, hast recht. Sind beides gleiche Frames. Zieh dich schon nicht ab. Also, die hören was. Zwar rauschen, aber joa. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Ich könnte jetzt halt auch mein Mikrofon nochmal komplett anders einstellen. Core Meteor. Mein Lieblings-Pokémon ist Gardevoir. Und wessen Lieblings-Pokémon nicht Gardevoir ist, bekommt ein Permaban bei mir im Chat. Ach, kriegt ihr eh nicht, ich werde euch wieder anbannen. Aber mein Lieblings-Pokémon ist Gardevoir. Okay. Frage. Leute, seid ihr ready? Warte, nein, Moment, nein. Ich muss doch die... Okay, Settings sind. Nein, nein, ich bin noch nicht ready. Nein, nein, Hilfe! Und ich muss ja noch... Oh Gott, warte mal, jetzt muss ich ja noch hier... Ah, das dazu mal kurz näher ranschieben wegen dem Splitten. Okay, ich hab... Alles gut. Moment, eine Sekunde. Ready? Eine Sekunde. Leute, Hashtag Team Kaparos. Alle müssen Kaparos. Ey! Team Praise It! Team Praise It, Leute! Team Praise It! Kaparos, auf geht's, Freunde! Wir brauchen Team Praise It! Kaparos! Also, wir sind ready anscheinend. Ich bin ready. Tiger, machst du dann? Tyrandos hat gerade noch nach Ingame Sound gefragt, aber. Hat man keinen Ingame Sound? Zumindest anscheinend keine Musik. Eine Sekunde, dann nenne ich das nochmal ganz kurz um eine Minute. Was heißt eine Minute? Das geht sofort. Achtung, alle kriegen jetzt gleich Ohrenkrebs, das weiß ich jetzt schon. Hashtag Team Kaparos, danke an alle. Danke, danke, danke. Eine Sekunde, dann mache ich das wieder aus. Jetzt sollte man Sound haben. Kaparos. Kaparos. So, und schau nochmal kurz und dann können wir loslegen. Also du nimmst Roland und ich nehme Fennec, ja? Roland, R-O-L-A-N-D. Ja. Fennec war mit C geschrieben am Ende, super, ne? Ja. Und Doppel-N, okay. Genau. Gut, wenn ihr soweit seid. Ja. Ja. Ja, Mondstag. Dir auf jeden Fall viel Glück. Gleichfalls, ja. Gut, dann würde ich sagen, Race startet in 5, 4, 3, 2, 1 und go! Ja, herzlich willkommen zu Pokémon Rot, No Safe Corruption. Jupp! Dem ultimativen Raid, den ihr sehen wolltet. Darf jeden Glitch benutzen, außer Safe Corruption. Jupp. Weil Safe Corruption super OP ist, deswegen. Ja, was gibt's dazu zu erzählen? Pokémon ist ein sehr schönes Spiel. Pokémon ist ein sehr schönes Spiel. Sehr glitschiges Spiel. Oh ja, vor allem sehr glitschiges, was man auch später noch sehen wird. Was wir am Anfang machen werden, bei beiden, ich weiß noch nicht, wie weit gerade der gute Kai ist, aber ich denke mal, selben Start wie ich. Was ist denn raus jetzt?
Hm? Raus aus dem Haus? Ja, ich jetzt auch. Okay, du bist ein bisschen vor mir. Wahrscheinlich hast du vielleicht ein bisschen früher gestartet, aber ist ja egal. Kommt auf die Endzeit an. Also bei mir im Stream habe ich sogar ein Sekündchen später gestartet. Okay, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall reden wir jetzt wieder mit dem super doofen Professor Eich. Der uns jetzt erstmal wegen weil wir keine Schuhe angeblich anhaben, wieder reinsetzt in sein Pokémon-Labor und uns erstmal Schuhe gibt. Nein, Spaß, der gibt uns natürlich ein Pokémon. Und ein paar Schuhe. Ne, Kai? Ja. Und wir haben drei Starter zur Auswahl. Und natürlich, was wir machen müssen, ist folgendes. Ja, was nehmen wir denn da? Es gibt ja nicht so viel Auswahl, ne? Ich meine, es sind ja nur drei Pokémon, aber was nehmen wir da? Sagen wir nehmen Bulbasaur, oder? Ja, ich würde sagen, wir nehmen Bulbasaur. Fuck, was war mein Name? Ha! Was war mein Name? Ja, jetzt musst du raten. Sag nein! Ich hab zu viel gedrückt! Nein! War es Roland oder Fennec? Roland, dafür. Ich hab zu viel! Ich glaube, ich hab ein N zu viel oder ein E zu viel. Egal. Egal. Wird schon. Fennec, we got this. Ich glaube, ich hab mehr E zu viel. Egal. Das war ein E zu viel, ja. Ich hab ein E zu viel, Reset, ja. Reset würde ich mal sagen. Das geht ja schon mal gar nicht. Ach, fick dich! Du, ey, komm, du hast sogar ein Frame. Du sparst ein Frame mehr als ich, ja? Komm. Wow, krass. Fennec! Das ist jetzt die Strafe. Ja, komm, ey, den einen Frame nehme ich jetzt mit, weil wenn ich jetzt resette, ist doof. So, und der erste Fight ist schon mal ziemlich doof für manche. Oder der kann einen Run eigentlich ganz schön versauen. Beide haben gefailt. Du hast kein Growl bekommen. Wow, du hast kein Growl bekommen. Ich krieg gerade nur Growls. Und einen Crit habe ich aber bekommen. Im Prinzip, was wir hier machen müssen, ist einfach nur dieses Glumanda tackeln. Und tackeln. Und tackeln. Und tackeln. Und hoffen, dass wir eigentlich keinen Growl reinkriegen. Aber wir kriegen jetzt die ganze Zeit Growl rein. Ich habe noch 0 Growls. Jetzt habe ich einen. Wow. Das ist immer noch nicht down? Ich habe 2 Crits drin. Oh, du hast Potion benutzt? Ich habe keine Potion benutzt. Ha! So, was habe ich? 0 Crits. 14! 14 Special, perfekt! 14 Special ist perfekt. Kann ich mir eine Stretch sparen? Tahaha. Sowieso PP. Also, ich überspringe PG. Du machst keinen PG? Um nochmal darauf zu kommen, warum ich jetzt oder wie auf die Special dann gucken müssen. Die sind wichtig für den Brock-Skip später. Und ich krieg schon den Counter. Oh, ich glaube, es hackt. Läuft. Das ist ein Redditor. Gott, Level 4, Alter. Ich hab irgendwie mögen mich gerade die Redditors Level 4. In meinen Practice Runs hatte ich jetzt auch gerade nur 4er Redditor am Anfang. Aber es sollte kein Problem sein. Zweiter Encounter übrigens. Nicht gut. Und irgendwie kratzt gerade bei mir ein bisschen der Endgame Sound ab. Aber es ist nochmal bei einem Emo. So, jetzt gehen wir erstmal das schöne Paket für den Professor Eich abholen. In diesem Paket ist ein Meisterball drin, den jeder Professor kriegt für seine gute Leistung. In den Bereichen von der Pokémon... Ja, wie kann man es nennen? Pokémon, Theologie, was weiß ich. Ist mir eigentlich wurscht. Ich weiß es gar nicht. Einfach Pokémon-Fachwissen. Kriegen die dafür eine Auszeichnung. Und wir wollen dieses Paket so schnell wie möglich an Professor Eich wieder abgeben, weil wir haben gar keinen Bock drauf. Wie sieht's denn bei dir aus? Vierter Encounter, ich bin noch nicht mal beim Paket. Wow, okay, dann hast du wirklich mal diesmal Bad RNG. Ich bin jetzt im Haus. Alles gut. Alles gut, ja. So, ich gebe jetzt das Paket ab, wir quatschen ein bisschen. Oh, wir haben etwas für dich. Ja, so. Paket abgeben. Wunderbar, wunderbar. Paket abgeben. Paket ist super. Gary kommt auch an. Freut sich. Hey, warum hast du mich gerufen? Onkel, Opa, was auch immer. Ja, wir haben hier etwas. Möchte euch beiden ein Pokédex geben. Üblich im Pokémon. Wir kriegen ein Pokédex, den wir jetzt erhalten haben. Wunderbar. Und im Endeffekt, ja, ist der... unser Rivale wieder mal so freudig und sagt... Hey! Weißt du was? Ich hole mir jetzt einfach meine Map von meiner Schwester und du kriegst keine ab. Ja, so nett ist unser Rivale.
Aber wir brauchen die Karte nicht mal. Nein, wir brauchen mal keine Map. Oh, keine Map. Bin übrigens aus dem Haus raus. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Jetzt ist die Sache, mache ich die PG-Strat oder mache ich die PP-Strat? Hm. Wenn ich jetzt die PG-Strat mache, dann werde ich wahrscheinlich eh wieder failen, weil es bestimmt kein 16er wird. Obwohl, also was, ich versuch's einfach. Machen wir mal die PP-Strat. Die PG-Strat. Normalerweise benutzt man in dem Race halt eigentlich auch die PP-Strats. Heißt, man nimmt hier eigentlich gar nicht, diesen Supermarkt mit, sondern man nimmt eigentlich nur das Tree-Potion mit. Nehmen wir erstmal 5 Pokébälle mit. Sei ich auch auf Rot oder Blau? Ich? Rot. Wenn, dann spiele ich dasselbe wie du. Ansonsten macht's ja keinen Sinn. Auch wenn es 20 Sekunden sind und du sowieso schneller bist, auch als der PB von meinem Blue Run, aber macht keinen Sinn. Ich meine, wäre ja ein bisschen unfair, wenn du so 20 Grad Sekunden hättest. Ja, wie gesagt, finde ich auch unfair, deswegen ich war dann doch auf Red. Den wollte ich gar nicht mitnehmen, weil ich habe ja noch ein Potion übrig. So, was wir jetzt Schönes machen werden, wir versuchen uns jetzt ein PG zu fangen und ich hoffe, ich kriege ein gutes PG. Bird Jesus! Komm schon, wir wollen ein gutes Bird Jesus haben. Wo bist du denn jetzt? Mal den neuen Counter anbekommen. Hm? Bist du auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg? Yo! Und ich krieg natürlich die worst encounter ever für das Pidgey. Ich will eigentlich das Pidgey haben. Bad Lysop Blue ist 20 Sekunden schneller, weil du weniger Münzen sammeln musst später, um dir ein Abra zu kaufen. Ey, Pidgey, na, was ist es? 3, perfekt, perfekt. Besser geht's gar nicht. Aus allen Bällen raus. Hm? Ich wünsche es dir so, dass er aus allen Bällen rausbricht. Ja. Fick dich! Beim ersten ist er rausgebrochen. Egal, kriegen wir hin. Alles gut. Solange ich noch ein paar Bälle habe, ist das in Ordnung. Ha! Ja, drinnen! Bird Jesus ist drinnen. Bird Jesus ist auf meiner Seite. Jetzt praise it! Gleich auch. Jetzt ist es alles RNG, wer wieder vorne liegt, weil ich halt Pidgey skippe und du Pidgey holst. Ja, eben. Du machst halt die andere Strat, ich mache eine. Ist auch eigentlich mal ganz neckisch halt. Jeder macht andere Strats. So! Ja, vielleicht machst du meine Strats ja auch, wenn bei dir nichts klappt. Muss ich ja. Muss ich. Anders macht's ja keinen Sinn. So, hier nehme ich das Antidote im Wald mit. Und hier im Wald gibt es eine Route praktisch, die man lang gehen kann, in dem da kein Encounter ist. Und diese nutzen wir, damit wir halt wirklich gar keinen Encounter bekommen. Ab und zu kann es einen Encounter geben, aber dann liegt es halt nicht wirklich in dem Gras, wo wir gerade uns bewegen. Bin jetzt beim Weedify jetzt übrigens. Und das Schöne ist, da ich nicht ein Hit habe ich glaube ich kassiert und noch ein Potion so habe, kann ich den Weedified stark überleben und muss glaube ich noch nicht mal meinen Potion benutzen. So, da bin ich mal gespannt. Wir setzen hier einmal Growl ein, weil ansonsten macht uns einfach ein bisschen zu viel Schaden. Auch wenn es eigentlich nur ein KP weniger macht, aber je mehr KP wir sparen, desto besser ist es. Und versuchen ihn jetzt mit Tackle zu spammen. Das Witzige ist, es hat übrigens ziemlich gleich auf. Ja, ja, wie gesagt, er hat ja PG geskippt. Jetzt aber nicht mehr, weil ich die Potion... Der nicht. Yo, Chat, please. Wer Hashtag Team Kaparos? Wir brauchen Praise It. Team Kaparos. Es kann auch sein, dass er halt jetzt entweder einen Vorteil hat, weil er ja schon PG übersprungen hat und gleich auf die PP-Strats geht. Und wenn ich jetzt Pech habe und keinen 16er Bulbasaur kriege... Wenn du 16 bekommst, hast du eigentlich verloren. Habe ich eigentlich verloren. Außer du machst einen Fehler. Das ist gut möglich. Aber wenn du 16 bekommst, habe ich verloren. Aber ich krieg gerade auch nur Poison Stings reingedrückt, ja? Ich wäre eigentlich mein... Alter. Könnte jetzt ungemütlich werden, weil jetzt bin ich im Red Bar Skip drin. Alle Kaparos im okay, Chat. Stringshot, das ist gut. Okay, alles gut. Alles gut. Jetzt muss ich gucken. Nice, Kakuna. 15, fuck. Okay, ja, du hast schon. GG. Ah, es wäre so schön gewesen, wenn ich jetzt Dings hätte, aber naja, es wollte mir nicht liegen. Ja, es war halt eine 45% Chance, dass du gewinnst und eine 55% ist, ich gewinne. Ja, eben. Aber ist okay, ne? Okay. Ja, jetzt muss ich leider nach einem Safcon oder einem Kokuna suchen. Jetzt wird's lustig. Ich hab direkt eins gefunden, ist voll gut. Bei mir will jetzt keinen gerade encountern. Richtig gut.
Ja, der echt Lack, muss ich sagen. Hast du Repel drin, Mond? Was? Hier gibt's doch keinen Repel. Es ist im Forest echt so, wenn man Encounter will, bekommst du nie welche. Aber wenn du nie welche willst, dann bekommst du nur. Richtig. Na. Es ist dieser Fluch des Viridian Forest. Oh ja, Viridian Forest ist wirklich so. Lauf nicht so weit nach unten, Mond, sonst bist du mal raus, vielleicht kriegst du noch einen, wenn du es hast. Das ist mir schon öfters passiert. Okay, also, erster Glitch, Brock Skip. Ich hab jetzt gerade seit 2 Minuten kein Encounter! Ich setz meinen Cursor auf Safe, weil ich den Cursor gleich nicht mehr ändern kann. Renn hier in seine Laufbahn, er labert. Wow. Ich öffne mein Menü, ich speichere, weil ich speichern kann, weil perfekt. Ich cool bin. Perfekt. Jetzt endlich mal nach einer Zeit kommt eins, ey, ich dachte schon. Erstmal ein bisschen tauschen. Dead Encounter Luck. Dead Encounter Luck, ja. So. Jetzt, wo ich saved hab und resettet hab, ist das Spiel ein bisschen verwirrt und ich kann hier so langlaufen. Habe ich Brock geskippt. Und was ich jetzt mache, ist, wenn ich meinen Bulbasaur checke, jetzt anspreche. So, ich darf noch 10 weggeben. 10 jetzt kann ich laufen und dann durch Wände laufen. Jetzt durch Wände laufe, kann ich nach Safronia City laufen, wo ich eigentlich hin möchte. 3. Also das ist mein Ziel. So. Safronia City. 4. 5. 6. Übrigens hat der Leech Seed irgendwie nicht gerade gesetzt. Na, dann muss ich nochmal Leech Seed machen. Ist ja irgendwie gleich egal. Jetzt ist er geseedet. Halt daneben gegangen. Ah, ja, einmal daneben. So, 6 hatte ich. 7. Acht. Nein. Ob ich Sub 20 schaffe, das wäre nochmal was. Und 10. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch Leech Seed einsetzen, weil ich brauche die Tackle-Anzahl von der AP her. Ansonsten klappt der Brock Skip auch nicht. Das wäre ein bisschen doof, wenn es nicht klappen würde. Wo sollte jetzt klappen? Kai, helf mir nochmal auf die Sprünge. Wie war das? Ich muss jetzt Taubsi auf die erste Stelle setzen und Bisasam-Stats checken, ne? Bevor du den Typen anquatsch, nach dem Reset die Bulbasaur-Stats angucken. Ja, meine ich ja. Aber ich muss ja auch Dings auf 1 setzen, ne, PG? Wenn ich eins dabei habe. Silo, komm einfach jetzt schon mal auf den Test oder so. Du kannst auch gerne... Kannst du nach dem Run dann machen. Nach dem Run hast du noch einen. Ich weiß, aber Silo hat gesagt, er wollte unter 4 Augen mit mir reden. Kann er das nach zwischen den beiden Runs eben machen, wenn er die kurze Setup-Pause ist? So, eine Sache muss man hier noch beachten, und zwar, wenn du ihn ansprichst, musst du halt B-Taste drücken. Sonst geht es nicht. Eigentlich wegen Dings. Wenn du zum ersten Mal, also wenn du halt den Brock-Skip machen willst, musst du B-Taste drücken. Nicht A, sonst klappt er auch nicht. Weißt du, wegen Follow Me und dann die Start-Taste halt. So, was wir jetzt hier machen werden, ist einmal tauschen. Ich muss einmal hier tauschen. Gucke mir die Stats von meinem Dings an. Von meinem Bulbasaur. Habe ich gemacht. Und jetzt kann ich ihn anquatschen. Und jetzt funktioniert der Brock Skip auch bei mir. Alles wunderbar. Und jetzt laufen wir auch mal durch. Das ist ein bisschen doof jetzt von der Zeit her, aber mein Gott. NSC Race. Alles entscheidet sich vor dem Brock Skip bei NSC Races. NSC Races sind wirklich entscheidend eigentlich, also absolut entscheidend ist wirklich eigentlich beim Wheel of Fight. Meistens schon. Ja, da entscheidet sich das. Weil hätte ich jetzt Glück gehabt mit den 16 Special, dann wäre ich auf jeden Fall jetzt durch gewesen. Wäre ich vor Kai im Ziel gewesen. Außer ich hätte irgendwo noch gefailt. Naja, wer weiß. Ich nenne sogar das Abra nach dir. Du bist aber lieb. Soll ich dann auch nach Dieben nennen, ja? Mach ich einfach. Der Glitch ist super. Also, es ist... Man kann es so sagen, dieser Glitch und auch diese Kategorie ist die einfachste im ganzen Pokémon-Spiel. Die ist nicht wirklich sonderlich schwer. Die kann man innerhalb von einem Tag, 2 Tagen auf jeden Fall lernen.
Merkt man ja bei uns im German Team, haben es gefühlt jetzt wie viele Leute angefangen? 4, 5 Leute haben es. Ja. Habe ich alle angesteckt mit NSC? Ja, eigentlich hast du erst mich angesteckt und dann, weil ich es gemacht hatte und Private immer mit mir zusammen das und sich das angeguckt hat, weil er es auch so gut fand, hat er einfach mitgemacht und dann hat auch irgendwann Visa was ganz mitgemacht. Viele andere mitgemacht. Und dann noch Bros Day und dann noch Aori, glaube ich auch. Fuck! Was hast du gemacht? Was hast du vergessen? Shopping habe ich vergessen. Was? Shopping vergessen. Du hast das Shoppen vergessen? Ja, ich habe zu wenig Items. Oh, böse. Ich müsste noch alle Items haben. Was gut ist. Okay, hast du doch gewonnen. Naja, nicht wirklich, oder? Doch. Ich bin wieder zurück bei Dings. Alter, du hast echt... Wow. Wow. Ja, das muss man beachten, wenn er die PP-Strats macht, dann habe ich ja eben vorhin erwähnt, dass er halt Fatania City nicht Dings macht. Also nicht shoppen geht, eigentlich erst in Mamoria City. Das hat er anscheinend vergessen. Brainwreck percent. Ich bin dann trotzdem das Abra nach dir, keine Sorge. So, 1, 2... Das wollte ich jetzt nicht, scheißegal, aber okay. Habe ich einmal zu schnell A gedrückt, bevor ich mich umgedreht habe. Egal, habe ich halt 10 Coins mehr. Ist aber nicht schlimm. Ich habe die auch mitgenommen. Hm? Ich habe auch 10 Coins mehr gehabt. Ja? So, okay, jetzt bin ich nach dir. Das Abra, so haben wir's. So, jetzt haben wir Kyle. Und was das Schöne ist an Kyle, Kyle ist ein Abra. Das klingt so schön, Kai ist ein Abra. Und mit Abra haben wir jetzt sehr viel Spaß. Und so. Zu forfeiten jetzt und dich einfach zu Ende machen. Macht eh keinen Sinn mehr zu Ende. Voll blöd. Ach, mach doch einfach zu Ende, das ist doch sonst doof. Dann könnte Zeilo auch schon mit mir reden. Aber warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alles gut. Ich wollte nur nochmal checken, ob ich doch wirklich alle 6 Items habe. Ich habe nicht ein Potion gebraucht, ey. Hashtag Team Kappa raus, hat gerade ein bisschen Öl gebaut, leider. Jetzt muss das ganze Team Praised kommen. Jetzt muss eigentlich Team Praised kommen. Wenn jetzt kein Team Praised ist, ist es gemeint. So, was wir hier an der schönen Stelle machen, ist folgendes: Wir nehmen das 6. Item und tauschen es mit dem 5. Hashtag und Team Kappa raus, ihr müsst an meiner Seite bleiben. Und wir benutzen jetzt einen Trainerfly. Wir würden eigentlich jetzt gegen den Trainer kämpfen, aber da Kyle ein Abra ist, das klingt irgendwie geil, und Teleport beherrscht, machen wir einfach einen Trainer-Teleport eigentlich in dem Sinne. Ist ja kein Trainerfly mehr, heißt aber Trainerfly. Und teleportieren uns einfach wieder nach Saffronia City und umgehen halt einfach diesen ganzen Spaßkampf da mit dem Trainer, was ganz gut ist. Und jetzt kämpfen wir halt gegen einen sehr schönen Schwarzgurt-Typen. Und die Sache ist die, dieser Schwarzgurt ist RNG-abhängig. Und das meine ich todernst. Entweder er liert, entweder er macht X-Attack, so wie er jetzt macht, oder er macht eine Attacke. Und hier macht er Low-Kick und diesmal trifft bei mir der Low-Kick. In meinen ganzen Practice-Runs hat er jetzt mal wieder verkackt. So, wir sterben, ich mach den Mini-Flash. Ich zeige euch nochmal, wie man das Ganze, was Mond jetzt gemacht hat, zeige ich euch jetzt nochmal, wie man es schnell macht. Nicht so langsam und casual. Achso, du meinst jetzt mit den 16 oder was? 16 Special oder was? Nee, alles ab Rocks gibt, zeige ich jetzt nochmal, wie man es schnell macht. Level Menuing und alles sowas. Achso, ja. Gute RNG, zeige ich jetzt nochmal, damit die Leute was zu sehen haben. Ja, mach mal gute RNG. Ich hab ja nur schlechte RNG, Kappa. Deswegen haben wir das Estimate auf 30 gesetzt. Gerade wegen solchen Sachen. So, was wir jetzt machen, wir nehmen das letzte Item, werfen davon 2 weg. Und teleportieren uns noch einmal mit unserem lieben Kai, das Abra. Irgendwie mag ich das gerade sozusagen. Weil Kai ein Abra ist. Das ist awesome. Aber du nennst mich trotzdem das Abra nach mir, ne? Ja. Perfekt.
Ey, ich bin nicht mad. Sowas ist mir schon öfters passiert. Ey, aber Kai, dann steht's 1-1, ne? In dem Aces. Ja. Mhm. Dann ist es 1-1 mal. Ah ja. Ja. So, kämpfe jetzt nochmal gegen den Schwarzgurt. Und hoffe, dass er diesmal keinen X-Attack macht oder keinen Nier. Das passiert, wenn man falsche Götter anbietet. Ja, sich genauso. Also schön ist, ich komme noch wenigstens unter Sestimate. Und er hat direkt einen Karate-Chop gemacht, das ist perfekt. Das ist perfekt für mich. Das ist sehr vielleicht, perfekt. Vielleicht fuckst du ja das Underfloor ab. Weiß es nicht. Ah, ich und Underfloor fucken, ja. Yeah. Noch nicht vorbei, das stimmt, es ist noch nicht vorbei, aber ich beachte alle Sachen gerade und sieht cool aus. Schade. Was, dass ich alles beachte? Ja, Pokémon Gold wird eh cooler, das kann ich eh besser. Freut euch da lieber drauf. Aber da werden wir auch nochmal irgendwann ein Race machen, versprochen. Warte, wofür hat Becky gedonnert, das Felino nach dem Gewinner zu benennen, ne? Ja. Genau. Heißt, du musst es nach mir benennen. Das Felino muss dann Kevin heißen. Ja. Wenn ich noch jemand geht, dann Kevin. Es hat niemand gesagt, dass Kevin dann muss ich einfach nur nach dem Gewinner benennen. Achso, du gehst jetzt dann noch aus nach dem Abra, ja? Nein, nein, falsch, so. Oh. Nee, alles gut. Alles gut. So, und jetzt sind wir im Underflow drinne. Und das ist ein sehr schöner Spaß. Ich liebe Underflow. Underflow ist der schönste Glitch überhaupt im ganzen Spiel. So, davon werfen wir jetzt F weg. Ultra Ball. 1, 2, 3, 4 und GG. Aber ich darf noch nicht drücken. Wir sind jetzt in Hall of Fame drin. Wunderbar, hat alles geklappt. Und mein Keil ist in der Ruhmeshalle. Sehr schön. Keil in der Ruhmeshalle zu sehen ist schön. So, und Time. 23:02. Bin durch. Nice. Und ich such grad was. Nimm mir das einfach. Das ist perfekt. Verdammt, muss ich jetzt rückwärts schreiben oder nicht? Mal schauen, vielleicht kann man es lesen. Übrigens, Mond ist ein LPB, oder? Ja. Ja, ist ein LPB. Stimmt. Nice. Für den. Dafür, dass ich. Aber ich sag's mal so, es ist mir genau das beim letzten Mal genau derselbe Fehler passiert. Ich hatte einen 15er. Jetzt musst du ihn aber auch submitten, ja. Ich werde ihn submitten, keine Sorge. Mach ich auch, hab ich ja gesagt. Ich werde ihn submitten. X-Attack. Wie viele Leers kann ich bekommen? Komm, du kriegst alle. Wie viele AP hat Lier? Lier? Ja. Lier hat 35 AP. Weißt du, so viele kannst du bekommen. Wird aber nie der Fall sein. Also er drückt die zwei X-Attacks auf jeden Fall rein und danach 4-5 mal Lier. Weißt du, was ich gesehen habe, war ein X-Attack bei Lier, ein X-Attack. War die Top. Aber das ist schon krass. Oh, ich wollte gar nicht teleporten. Lol. Okay. Auch. Oh. Ich bin durch. Du hast den Stream noch nicht gesehen, oder? Von mir? Lol. Stream von dir noch nicht? Ich will jetzt reingucken. Mann, ich hab schon wieder ein Item. Warum hab ich ein Item zu wenig? Hab ich vergessen. Ich hab ein Item zu wenig gekauft. Tiger, siehst du es im Stream? Good game. Ja. Leck mich am Arsch. Stop. Reicht.
nicht. Nein, Mist. Aus. Mercy killed. Mercy killed? Autsch. Ich habe ein Item zu wenig gekauft. Schon wieder? Nie wieder. Oh. Zu aufgeregt, Kyle? Nie wieder. Weiß ich nicht. Irgendwas. Oh, ich glaube, er hat mich nicht als ernsten Gegner genommen. Jetzt kommt Gold. Gold wird cooler. Ah, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jo. Und wie gesagt, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich, entweder muss man gucken. Also Gold in die Person Glitch will ich auf jeden Fall noch lernen. Und danach mal gucken. Also wir werden wahrscheinlich auch dazu noch ein Race machen. Wo ich wahrscheinlich eh wieder das erste Race verkacken werde gegen Kyle und wahrscheinlich das zweite dann gewinne. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall noch für dieses Spiel müssen wir es nochmal ausfechten. Ja. Müssen wir auf jeden Fall, weil 1-1 kann man nicht stehen lassen. 1-1 ist ein bisschen doof. 1-1 kann man nicht stehen lassen. Aber gut. Ich danke auf jeden Fall bei dem ganzen Team, Praise It. Hat doch noch ein bisschen Glück gebracht. Allen von Team Aperos. Ja, natürlich. Und wie gesagt, Sieger der Herzen ist natürlich Kyle. Warte mal, ich muss da eins sagen. Kyle, du bist der Sieger der Herzen. Und ja. Weiß nicht, jetzt muss ich eigentlich langsam dann links ausmachen, ne? Genau, jetzt kommt der coole Run. Jetzt kommt der coole Run. Also ja, gut. Ich frag gerade an, ob wir schon ready sind. Weißt du, Kyle, ob da schon die Szene dafür vorbereitet ist? Hattest du da irgendwas ich gesagt? Ich hab alles schon, ja, ich hab alles. Ich meine bei uns, ob die Szene vorbereitet ist. Das wäre die Sache, die wir jetzt wissen müssen gerade. Weil wenn die Szene ready ist, dann werde ich doch gleich dann den Stream ausmachen. Ja. Sif sagt, die Szene ist noch nicht ready bei uns. Okay. Danke, Becky, dass du sogar noch mal eine richtig schöne Incentive gemacht hast an sich. Für den Gold Run. Okay. Dann wird es eine kurze Break geben. Wir werden die Szene vorbereiten, mit der Kyle dann gleich streamen wird. Und ja. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. See ya. Rummel, rummel, rummel.